did this civilization take hold so far north? The land here isn't arable, yet the population that lived here was clearly sedentary in nature. This leads me to believe this place was used as a sacred ground. Are these monuments to the mythical cannibal giants of native lore? The Saiteka? Okay. Ah, noch so ein komischer Kreis. Oh, was ist das für eine Kiste? Eine Upgrade? Icarus Boost. Get to higher and further areas by double jumping with the Icarus Boost Upgrade. Each boost costs one unit of energy. Fisher, lead physicist, beginning Pathfinder testing on the Icarus Boost Upgrade. The secondary boost augmentation to the leaf suit should allow a Pathfinder to jump twice in sequence through the air, increasing the height and distance of their leap drastically. Report any defects to a commanding officer immediately. Okay, double jump. Just my luck first day on a training run, and what do I run into? One of those emeritus worms they kept on warning us about in the briefing. The darned thing nearly killed me. Thank goodness I had enough energy to pacify the swarm. What on earth made them so damn aggressive? Nice. Aber immer nur ein Boost pro Sprung, okay. Virginia King, while Pyramids are coming through Mesa Mauritia, I still couldn't believe my eyes seeing one such structure here in the valley. Thankfully, the military had the decency to build one of their Croats facilities as few hundred meters away. Apparently, the Pathfinders are seeking a way through. Way to get in by gathering artifacts. Also sprich, sie ist fasziniert von den mesopotamischen Pyramiden und sie konnte ihren Augen nicht glauben, dass so etwas hier in diesem Valley tatsächlich existiert, weil die sollten eigentlich ganz woanders sein, nämlich Mesopotamien. Wenn es das ist, weiß ich nicht. Oder Mesoamerika? Ich weiß es nicht. Glücklicherweise hat das Militär aber ihre Fabrik einige hundert Meter weit entfernt aufgestellt und die Pathfinders suchen sich einen Weg, um weitere Artefakte zu sammeln. Okay. Aber es ist so gemacht, dass man das nur mit einer Doppeljump schafft. Naja, war ja klar. When I discovered there was one found in the valley. Apparently the military was just as excited as they immediately confiscated it to study at the Soma facility on the mountaintop. They won't let me anywhere near it. Ah, jetzt müssen wir da hoch. Okay. M1098457.821 Life Seed Cradle. Organic Structure Housing Embryonic Plant. Also ist das hier quasi das Zeug, wo dann der Lebenssaat, der Lebenssamen geboren wird, erschaffen wird? Oh, das hat nicht gereicht. Okay. So, und wir sollen jetzt, glaube ich, wieder zurück und müssen mit dem Fahrstuhl da hochfahren. So, wird ein Schuh draus. Okay. Okay, dann raus hier und dann... warte mal.
Was ist das schon wieder für ein Abkürzungsweg? Wo kommen wir denn diesmal raus, wenn wir jetzt hier lang gehen? Hätte man nicht dann gleich von Anfang an hier reingehen können? Und slope maximum momentum. Es geht gerade bergab. Statt es geht bergauf. Beware of Amrita swarms. They can be pacified with life energy damage from their attacks affects your energy count. Damage at zero injury results in death. Okay. Wir haben also Feinde. Alles klar. Und wir haben Container. Gibt es hier Loot? Ein Airdrop irgendwie? Vielleicht, keine Ahnung, eine Armbrust mit Scope? Für die Ehre! Scheint nicht so. Okay, wir müssen hier rein. Oh, alt, great. Note from a researcher. The Amrita swarms indigenous to the Willy are incredibly aggressive. It's advisable to maintain a considerable distance between oneself and the swarm. Otherwise, it will be sent a wave of attack drones towards the victim. Like a bee's defense, the swarm will suicide themselves to protect the rest of the cluster. Okay, also eine Art Bienenschwarm beschützt. Genau. Das ist der Schwarm. Okay. Au. Jedes Mal, wenn es uns trifft, verlieren wir eine Energie. Glücklicherweise kriegt man aber halt hier welche wieder. Und wir müssen, denke ich, mal dort hoch, ja? Ja. Okay. Und hier raus. Hui! One thing I could do without in this valley, it's those damn Amrita swarms that seem to infect this place. They aren't so bad when they're calm, but when they're starved of Amrita energy, they become incredibly aggressive, sending waves of drones toward intruders in suicidal attacks. They seem to be becoming angrier the longer we're here. Ja, die mögen halt keine ungebetenen Gäste. Also die Natur möchte halt auch einfach so bleiben, wie sie ist. Nur der Mensch denkt sich ja, dass wir uns mit dem Einmischen in die Natur ihr helfen. Ja. The energy canister increases your streets energy capability by 4 units. Oh, achso. Ach krass. Das war ein kompletter Stack. Alles klar. Ja, also. Memo. In case of power shortage. Please use Amrita Generators. Okay. Generators used by army have been designed to accept Amrita energy through activating one of your suit's energy. Okay. Da wären wir wieder. Ich glaube, entweder gab es hier jetzt einen kleinen Schnitt oder es geht ganz normal weiter. Also entweder ist das jetzt hier eine neue Folge oder halt eben auch nicht.
Beim letzten Mal war ich stehen geblieben, wo ich sagen wollte, dass der Mensch ja klaut, der tut der Natur etwas Gutes, weil er sich einmischt, aber eigentlich ist es kompletter Quatsch, weil, Titan Rock. Ja, eigentlich ist es so, dass die Natur uns Menschen überhaupt nicht braucht. Lebenssamen oder nicht? Haha. Neutron Private Spark has Mac David's been riding me again. It's like a guy can't take a nap anymore these days. Sure, I was on guard duty at the time. But what I'm guarding against? There's nothing out here. Yesterday I saw a rabbit run by. It was the highlight of my day. Tja, was sollte er hier beschützen? Und das gesamte Highlight seines Tages war, dass ein Hase vorbeigelaufen ist. Ja, hey, ich glaube, wenn man da Wache halten soll, wird man auch ein bisschen, naja, gelangweilt. Okay. Na, ihr Klein? Pam. Oh, hi. Eppa, oh Gott. Wow, 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 wow. Alter, das war nur ein bisschen knapp. So. Da muss man sich ja teilweise echt ein bisschen beeilen. Finde ich gut. Ich hätte wahrscheinlich auch direkt hier rüberspringen können, wa? Naja, egal. Macht ja nichts. Wir haben ja eigentlich genug Energie, ne? Passt. Tap, 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 tap. Das war nicht schon wieder. Aber ich bin doch nicht euer Feind, verdammt nochmal. Oh, da ist eine Kiste. Die haben mich voll geschuckt. Zack, so, okay. Ah, jetzt geht's hier. Ah, hey. Oh. Und jetzt sind wir fast ganz oben. Spielen wir jetzt Capture the Flag? Okay. Gut, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ah, jetzt kommen wir auf die Plattform. Bam. Saubere Landung. Ich würde sagen, 9 von 8 Punkten. Und diese Schwärme geht einem doch ein bisschen auf den Senkel. Das hat nicht gereicht, okay. Dann müssen wir wahrscheinlich noch eins höher, wahrscheinlich dort drauf, aber erstmal hier rein. Weil, ja, genau, hier ist doch was, ich wusste es doch. Work in the pipes on this place is a real pain. It's through the way I went, the way to build their facility in the worst place imaginable. Just to make it tough and lovely. Pipe fitters like me. Repairing a pressure system leak takes me the half of a day just to get to it. They ain't paying me enough for that, ask me. Okay. Also,
Quasi wurde sich darüber beschwert, warum man eine Anlage an den unmöglichsten Ort überhaupt nur bauen konnte. Und für den, der quasi diese Leitungen reparieren oder instand halten soll, braucht es schon einen halben Tag, nur um überhaupt dorthin zu gelangen. Und er ist der Meinung, dass er dafür nicht gut genug bezahlt wird. Aber hey, wir alle werden nicht gut genug dafür bezahlt, was wir tun. Das ist ein Fakt. Und die, die wirklich sehr gut bezahlt werden, finde ich der Meinung, die könnten tatsächlich ein bisschen mehr tun. Aber gut, es braucht sich ja keiner angesprochen fühlen. Nicht getroffen. Glücklicherweise kann man den sehr einfach ausweichen. Die sind jetzt nicht die zielsichersten Schwärme, die ich je gesehen habe. Das kann man gar nicht lesen. Ich kann mir den Zettel nicht durchlesen. Also ihr könnt kurz auf Pause drücken und könnt euch das ja durchlesen. Ich komme eher weniger dazu. Okay, ab durch die Pipes. Don't flush, ma'am. Don't flush. I came through the pipes. Stimmt, die Lampen haben immer noch Energie. Interessant. Wieder ein Upgrade. Oh, ich weiß wofür. Habe ich im Trailer schon gesehen. Also ihr wahrscheinlich auch, weil ich hänge den Trailer ja als Outro quasi an. Note from a Pfeffer. Dying while wearing the leaf suit is an incredible experience. No one outside myself can possibly observe it. The best way to describe it is a daydream and sometimes get lost in. I die by falling into a lake and the next second I'm standing by the shore. No one else being the wiser about what was happened to me. Is it even real? Ja. Also stelle ich mir auch sehr interessant vor, wenn du den Anzug trägst und du stirbst, wird dir quasi von der umgebenden Natur dein Leben zurückgegeben. Dafür entziehst du aber halt der umgebenden Umgebung dein Leben, um halt selbst wieder zu leben. Wie halt schon mal erwähnt wurde, alles hat seinen Preis. Es ist auch ein bisschen wie bei Fullmetal Alchemist, weil ein äquivalenter Tausch. Man, für etwas, was man haben will, muss man etwas Gleichwertiges bezahlen. Also, wenn ich wiederbelebt werde, kostet es der Natur Leben. Ist doch verständlich. Aber es muss ein wirklich komisches Gefühl stehen. Ich denke mal vor, du ertrinkst und im nächsten Moment wachst du an der Küste wieder auf, obwohl du genau weißt, dass du ertrunken bist. Das muss unglaublich merkwürdig sein. Vor allem ertrinken stelle ich mir sowas von ekelhaft vor. Und dazu kommt, ich wäre schon mal fast ertrunken. Streaming yourself up to new places with the wipe coil. Upgrade allowing Pathfinders to latch onto dead eye crane blocks. Each use costs one unit of energy. Ja klar, kostet das alles Energie. Was auch sonst? Also gedrückt halten. Press and hold hätte ich vielleicht mal lesen können. Ah. Boah, ich werde hier zugeballert mit Eicheln. Geilen Eicheln. Oh, noch eine. Oh, noch eine. Ja, damit muss man auch mal ein bisschen vertraut werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Oh, oh, oh Gott. Geil. Ja, mehr Eicheln. Proteine. Eiweiße. Ja, dasselbe. Okay. 5. Ja, haben genug.
Hamster auf Tasche.